Den begehrtesten Filmpreis der Welt, den Oscar, hat im Westen nichts Neues schon einmal gewonnen. 1930 war das, als der Roman von Erich Maria Remarque zum ersten Mal verfilmt wurde, in den USA. Diesmal ist er wieder eine der großen Oscar-Hoffnungen, und zwar für den deutschen Film. Ein Anti-Kriegsepos in gewaltigen Bildern von dem Regisseur Edward Berger in Szene gesetzt. In der Nacht werden die Goldjungen wieder verliehen. Torben Börgers. Sie haben schon jetzt Geschichte geschrieben. 9 Oscar-Nominierungen für im Westen nichts Neues. So viele wie für keinen deutschen Film jemals zuvor. Dazu zum ersten Mal die Chance auf den Preis in der Königskategorie Bester Film. Für Regisseur Edward Berger wäre es die Krönung einer Herzensangelegenheit. Es war wie so ein Wollen, so ein Müssen, dass man diese Geschichte erzählt. Weil sie erzählt natürlich auch von unserer Vergangenheit, von unserer Verantwortung für die Vergangenheit, von so einer Scham und oder Schuldgefühl über die Vergangenheit. Und das war die Möglichkeit, das auszudrücken. Der Film zeigt die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten, der sich freiwillig zum Dienst an der Westfront meldet. Ein kraftvolles Plädoyer gegen blinden Patriotismus. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Die Macher wollten warnen vor einem neuen Militarismus und wurden von der Wirklichkeit überholt. Wir haben den Film angefangen, als wir spürten, dass die Gesellschaften überall wieder zersetzt werden von nationalistischem und populistischem Gift und so die Gefahr eines potenziellen Konfliktes wieder so im Raum stand. Und dann ist der Film gemacht und tatsächlich kommt es zu einem Krieg und auch mitten in Europa. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat dem Film eine ungeplante Aktualität verschafft und wohl auch seine Chancen auf einen Oscar erhöht. Für den Produzenten nicht das Einzige, was die Bestseller-Verfilmung besonders macht. Er glaubt, dass der Text von Remarque und die Geschichte von jungen Männern, die von rechter politischer Propaganda vergiftet in den Krieg ziehen und glauben, sie stünden auf der richtigen Seite und zögen in ein Abenteuer, dass das auch vorher schon eine Relevanz hatte. Und dann glaube ich, dass wir wahrscheinlich in vielen Bereichen handwerklich auch einfach sehr gut gearbeitet haben. Ob es für einen oder gar mehrere Oscars reicht, erfährt die Crew erst während der Preisverleihung. Feiern will sie aber so oder so.